Hallöchen, ihr Lieben, hier ist Silvi von Silvis Welt und ich melde mich zu der Videoaufgabe von Nicht die Reborn-Mama. Die hat ja darum gebeten, dass man mal so erzählt, was bedeuten eigentlich die Reborns. Und da habe ich mir gedacht, mache ich sehr gerne mit und erzähle euch ein bisschen, was die Reborns für mich bedeuten, was sie für mich bedeuten, schlicht und ergreifend. Ich habe ja zwei Reborns und zwei Künstlerpüppchen. Und ich sag's jetzt auch zu den Künstlerpuppen, weil warum soll ich die jetzt irgendwie ausgrenzen? So allgemein kann ich sagen, ich habe angefangen mit den Reborns und mit den Künstlerpuppen als, also ich wollte gerne ein Model haben für meine selbstgenähten Sachen. Weil immer nur so zeigen, das wollte ich nicht. Und ich wollte dann halt irgendwie, wenn ich jetzt so Babysachen nähe, die auch mal angezogen zeigen. Dann habe ich mich umgeschaut und habe dann angefangen und hatte zuerst eine hochwertige Babypuppe, weil einfach ein Reborn geldmäßig nicht drin war. Und dann habe ich mich bei eBay Kleinanzeigen umgeschaut und bei einer Bekannten umgeschaut. Und dann sind seitdem etliche ein- und auch wieder ausgezogen. Jetzt würde ich sagen, ich habe einen festen Stamm. Meine zwei Reborns, die ich habe, zeige ich gleich nochmal näher, die Anouk und den Dominik. Die sage ich heute, und das sage ich jetzt auch schon seit einiger Zeit, bleiben ganz fest und ganz sicher bei mir. Natürlich kann und will ich das nicht in Stein meißeln, ne? Also, dass das ein Gesetz ist, was immer so bleibt, aber im Moment kann ich sagen, die bleiben bei mir, weil sie mir halt jeder auf ihre Art was ganz Besonderes bedeuten. Bei den Künstlerpüppchen ist es so, dass ich, wenn ich jetzt platzmäßig was hergeben müsste, bei den beiden schon auch traurig wäre, aber die würden leichter gehen. Aber im Moment gibt es überhaupt keine Pläne dafür, dass irgendjemand geht. Ja, warum? Also, wie gesagt, ich habe angefangen, habe ich mit einem, dass ich ein Model gesucht habe für meine selbstgenähten Babysachen. Und dann habe ich Feuer gefangen, wie ja so einige andere auch. Habe Feuer gefangen, fand das total schön und habe dann nach und nach immer wieder was dazu gekauft. Zubehör, Bettchen, Klamotten, Windeln und was man alles halt so braucht. Und habe so gemerkt, es sind, also ich bin 40, habe vier Sternenkinder und die Chance, dass ich jetzt nochmal den Traumprinzen finde, mit dem ich Kinder haben kann, also rein vom biologischen her, ist es schon, also im Prinzip fast zu spät. Das macht mich auch ganz traurig. Ich muss dazu sagen, dass die Reborns und die Künstlerpuppen für mich definitiv kein Ersatz sind für Kinder. Definitiv, das können sie nicht und das sollen sie auch nicht. Ich meine, das sind alles, ich sag's jetzt mal übertrieben, tote Gegenstände. Sehr süße, aber eben doch tote Gegenstände, die können keine Kinder ersetzen. Was es für mich ein bisschen ersetzt, das habe ich jetzt gemerkt, als ich so meine Nursery neu eingerichtet habe, ist so dieses Gefühl, ich kann ein Kinderzimmer einrichten. Ich kann Spielsachen kaufen, ich kann das so einrichten, wie ich es gerne hätte. Ich kann Klamotten kaufen, wie ich es gerne hätte. Wenn man jetzt für andere Leute, die wo Kinder Geburtstag haben oder Kinder auf die Welt kommen oder so, dann richtet man sich ja ein bisschen nach dem Gesch nach deren Geschmack und so. Oder sie sagen einen, wenn man sich was wünscht, ja, ich möchte aber das und das oder so. Und hier kann ich es wirklich nach meinem Geschmack. Ne? Das ist meins. Das kann mir auch Kinder wegnehmen. Ja, und das genieße ich halt hier, das Kinderzimmer einrichten und so. Das sind's gar nicht mal die Reborns und oder die Puppen, sondern das Drumherum. Auch wenn ich unterwegs bin mit Kinderwagen, natürlich ist das eine der Transport vom Sauerstoff. Aber mittlerweile würde ich sagen, auch wenn ich den Sauerstoff nicht bräuchte, würde ich absolut immer rausgehen mit meinen Reborns und so mit meinen Püppchen. Einfach so dieses Gefühl von Weitem, wenn die Leute mich sehen. Sehen die ja nicht, dass das kein echtes Baby ist und dass die dann denken,
da läuft eine junge Mama oder da läuft eine Mama oder so, ne? So dieses Gefühl hole ich mir ein bisschen. Ja, das ist jetzt aber nur so dieses Allgemeine, was mir Ribbons bedeuten. Also das kein Ersatz, die Ribbons selber, sondern das Drumherum, ne? Dieses Einrichten und Betütteln und Machen und Tun, das ist das so allgemein. Und jetzt gehe ich noch mal so ein ganz bisschen auf die einzelnen Püppchen ein. Da haben wir hier einmal die Nele. Die spielt gerade mit den Tieren von Tiptoy und hat da richtig Spaß dran. Nele ist eine ganz, ganz süße. Nele ist eine Künstlerpuppe von Monika Peter Leicht. Ich zeig's euch nochmal. Die wird gerade so schön von der Sonne beschienen. Und eigentlich ist die Nele eine Junge, ein Junge. Also, sie ist als Junge gedacht, aber bei mir war es von Anfang an ein Mädchen. Sie kam als Junge zu mir, auch in Jungsklamotten. Und ich habe sie sofort in Mädchenklamotten gesteckt, weil ich sie da viel süßer fand. Ja, Nele ist. Ich wollte halt noch eine größere, die ist einen knappen Meter groß. Ich wollte halt noch was Größeres für größere Klamotten und auch so für Spielszenen und so. Weil ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, auch wenn ich ein Wachbaby hätte in so Größe 56, das hinzusetzen und mit irgendwas zu spielen, weil das machen echte Babys in dem Alter einfach nicht, ne? Und für mich war das so, ja, für mich passt das einfach nicht. Und deswegen wollte ich noch was Größeres, was spielen kann. Deswegen habe ich dann ja auch noch den Dominik und die Tabea habe ich ja auch noch. Ich wollte halt, mit dem man auch so in Anführungsstrichen ein bisschen was anfangen kann, wo man auch noch mal ganz andere Fotos machen kann. Ich mache ja mit Dominik und jetzt auch mit Tabea liebend gern draußen Fotos auf Spielplätzen und so. Das macht man einfach mit Babys nicht so, ne? Also Babys, die in Klamottengröße 56 passen, die setzt man nicht alleine auf eine Schaukel, ne? Und es soll für mich schon auch noch natürlich aussehen. So, dann zeige ich euch noch die Tabea. Die Tabea ist, ich würde jetzt mal sagen, 80% meinen Zuschauern ist die Tabea schon bekannt. Die Tabea kommt ja von der Sani. Die Nele habe ich übrigens von der lieben Ela aus Berlin. Ja, die Sani hat die Tabea ja an Little Darling verkauft. Und als die Sani damals die Tabea gezeigt hat und hat gesagt, sie möchte sie verkaufen, habe ich schon überlegt, ob ich sie haben möchte. Habe da mit Sani auch schon geschrieben. Und ehe ich fertig war mit Überlegen, war Little Darling im Prinzip schneller. Nun ist das ja dieses ganz Schreckliche passiert für uns alle, dass Little Darling gestorben ist, die Tabea wieder zurück zu Sani kam und irgendwann sie Sani dann halt gesagt hat, sie möchte sie doch wieder verkaufen. Und dann habe ich mich mit Sani hin und her geschrieben und auch telefoniert. Und letztlich war es dann so, dass die Tabea jetzt doch zu mir gehört. Also sie wollte und sollte wahrscheinlich von Anfang an zu mir. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns zusammengefunden haben. Ich habe ja auch gesagt, als sie hierher kam, habe das mit Sani besprochen, habe es auch euch erzählt. Es kann sein, dass die Tabea nicht bei mir bleibt, aber ich muss sagen, im Moment sieht es aus, als ob sie bei mir bleibt. Ne? Ich bin mit ihr warm geworden, habe jetzt ganz viel in den letzten Tagen mit ihr gemacht, war mit ihr draußen, habe sie umgezogen und angezogen und so. Ich mich auch ja mit ihr angefreundet habe, sozusagen. Ich wurde nochmal darauf angesprochen, dass es doch schade ist, dass die Tabea von der Mia getrennt wurde und so. Ich verstehe diese Bedenken von einigen, aber ich würde gar nicht beide haben wollen. Das habe ich auch nochmal erklärt in einer privaten Unterhaltung. Viele von euch sehen Tabea, also Tabea hat eine Geschichte, das ist klar, und die soll sie auch behalten. Und noch ist es so, ja, die Tabea von Sunny, die bei Little Darling war, die ist jetzt bei Sylvie. Und irgendwann möchte ich aber, dass in den Köpfen fest ist, das ist Sylvies Tabea. Ne? Das ist wirklich, die hatte bei Sunny einen Charakter, die bleibt auch bei mir eine ganz kleine Freche. Aber
Es soll irgendwann mal in meinem Kopf und vielleicht auch in euren so sein, dass man sagt, okay, das ist Silvis Tapea. Dass man sozusagen ein bisschen die Vorgeschichte ausstreicht. Ganz geht nicht und will ich auch nicht. Aber so, dass sie ein bisschen frei davon wird. Und damit sie das wird, da habe ich mich jetzt auch wirklich ganz viel mit ihr beschäftigt, habe, ja, wie gesagt, bin mit ihr rausgegangen, habe viele Fotos gemacht und ich habe ihr auch ganz bewusst nur ganz wenig die Sachen angezogen, die sie mitgebracht hat. Nicht, weil ich die nicht schön finde, ich finde die ganz zauberhaft. Und jetzt zum Beispiel hat sie auch eine Strumpfhose an, weil ich keine andere weiße Strumpfhose hatte, die sie mitgebracht hat. Aber ich wollte sie erstmal in die Klamotten stecken, die ich habe. Ganz einfach, weil sie erstmal zu meiner Tabea werden soll. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt wirklich rüberbringe, was ich meine und was ich möchte von euch. Sie wird die Sachen später auch anziehen. Ich habe die alle mit in ihren Schrank einsortiert. Sie wird die Sachen auch anziehen. Die sind super, super niedlich. Aber erstmal soll sie in meine Sachen und in meine Nursery reinwachsen, im sprichwörtlichen und im übertragenen Sinne. Wollte ich einfach nur nochmal sagen, dass das so ist. Das ist jetzt hier heute ein Quasselvideo. So, dann weg von der Pär zu Anouk. Anouk liegt hier und schläft ganz friedlich, was sie immer macht. Ja, Anouk habe ich jetzt ein Dreivierteljahr. Am 18. September wird es ein Jahr, dass ich Anouk hier habe. Und ich bin immer noch absolut jedes Mal neu verliebt, wenn ich sie sehe. Die habe ich ja von meiner Mama und einer ganz lieben Freundin zum Geburtstag bekommen. Abgekauft haben wir sie auch von Sunny. Anouk ist mein erstes absolut hochwertiges Baby, auch mit Adernzeichnungen und so. Die das ich davor hatte, Isaac und Ronja, waren auch super, super niedlich. Und das hat auch ein bisschen im Herzen gezwickt, die hergeben zu müssen, aber platzmäßig muss es einfach sein. Aber die hatten halt keine Adernzeichnungen oder so. Und das wollte ich schon gern. Das ist Geschmackssache, deswegen waren die nicht schlecht oder so, aber ich wollte es halt reeller. Und ja, und da ist die Anouk wirklich mein absolut erstes ganz, ganz hochwertiges und reell gefärbtes Baby. Und ja, und ich mag sie einfach. Das ist der, oh Gott, jetzt habe ich es vergessen, von Elisa Marx, Julien von Elisa Marx. Und den haben einige von euch, das weiß ich auch, aber interessanterweise ist er wirklich bei den meisten ein Junge. Auch hier kam er als Junge an und war aber bei mir sofort ein Mädchen. Also das war sofort klar, dass das bei mir ein Mädchen sein wird. Ja, die ist einfach super niedlich. Sollte jemand nochmal ein Detailvideo von einem von meinen Püppchen oder von den Reborns, von den Künstlerpuppen haben wollen, mache ich das natürlich gerne. Einfach in die Kommentare schreiben. Ja, das ist meine Geschichte zu Anouk. Und die hat sich so in mein Herz geschlichen, dass ich sie auch nicht wieder hergeben könnte, ohne dass Tränen fließen würden. Ne? So, jetzt gehen wir zusammen noch zu Dominik. Der liegt nämlich noch im Bett und schläft. So süß. In seinem Elefantenspieler. Und den zeige ich, der liegt absichtlich im Bett, weil viele immer sagen, Mensch, du zeigst ihn nie ohne Sonnenbrille und so. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, ich lege ihn jetzt mal hier ins Bett, dann schläft er noch und dann zeige ich ihn jetzt auch mal ohne Sonnenbrille und ohne Schnuller, dass er den wirklich mal schön sehen könnt. Und er ist auch wirklich wunderschön. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier gut einfangen kann, auch von der Färbung her. Er ist einfach auch super, super schön gefärbt. Und so sieht er ja auch total süß aus. Es ist nicht so, dass ich ihn nicht ohne Sonnenbrille oder so, dass ich ihn da nicht mag, sondern ich möchte halt auch mehr Bilder machen. Ich möchte nicht nur schlafend fotografieren oder filmen, sondern er soll, ja, wenn ich auf dem Spielplatz bin oder wenn ich unterwegs bin, und ich ihn setze irgendwo hin und möchte ihn fotografieren, dann sieht das ja doof aus, wenn er die Augen zu hat.
Deswegen hat er da immer eine Sonnenbrille auf, damit er wach aussieht, einfach schlicht und ergreifend. Ja, und den liebe ich so. Das war überhaupt nicht Liebe auf den ersten Blick, sondern es hat wirklich lange gedauert. Auf Fotos fand ich ihn gar nicht so schön. Als ich ihn dann live gesehen habe, den habe ich auch von der lieben Ela. Als ich ihn dann live gesehen habe, habe ich gesagt, ja, doch, ich nehme, weil ich einfach so ein großes Baby noch haben wollte. Und als sie ihn dann zu mir geschickt hat, war es vorbei, da war ich verloren. Er ist so super, super niedlich. Und ich liebe ihn auch abgöttisch. Und er sieht meinem, habe ich ja jetzt schon oft gesagt und gezeigt, meinem Bruder, meinen schwerbehinderten Bruder, sehr, sehr ähnlich. Es gibt ein Bild, habe ich auch schon gezeigt, wo die beiden sich so echt sehr verblüffend ähnlich sehen. Ja, das ist der Dominik. Und ja, jetzt habe ich so meine Reborns mal gezeigt, meine Künstlerpuppen. Extra Video mache ich noch zu Lilly und wenn gewünscht auch zu Alexander. Aber hiermit möchte ich mich jetzt erstmal verabschieden von dem süßen Bild und sage Tschüssi, bis ganz bald, eure Sylvie.